Hallo liebe Serienjunkies, willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einem Fortsetzung folgt und diesmal mit einem gewissermaßen Special zum Thema Marvel-Serien. Und ich möchte im Grunde damit anfangen, mal zu erklären, wo ich innerhalb der ganzen Comic-Geschichte so stehe. Comics, also Comic-Lesen hat für mich angefangen und geendet mit Mickey Mouse und Donald Duck. Ich habe als Kind im Grunde so Comics gelesen. Aber ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass diese Art von Comics überhaupt gar nichts, aber auch wirklich gar nichts mit den Graphic Novels zu tun haben, die, auf denen im Grunde diese ganzen Marvel-Geschichten jetzt basieren. Ich habe noch nie eine Graphic Novel gelesen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal eine in der Hand gehabt. Das ist ein bisschen traurig eigentlich. Also ich hatte immer vor, das mal zu machen. Nicht nur jetzt, weil ich dieses ganze Universum so langsam echt mag, sondern auch wirklich aus kunsthistorischer Sicht. Ich meine, ich habe Kunstgeschichte studiert und ich finde im Grunde, diese ganze Idee, wirklich einen Roman im Grunde in Bildform zu erzählen, sehr, sehr spannend. Und ich weiß auch, dass da wirklich Künstler dahinter stecken, die das wirklich gut können. Aber mittlerweile ist das auch so ein bisschen so groß geworden, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen sollte. Was sich lohnen würde, mal wirklich sich zu kaufen auch, weil die Dinger sind halt letztendlich nicht gerade billig. Und irgendwann wird das sicherlich mal noch kommen, aber nur damit ihr einfach mal ein bisschen einordnen könnt. Also ich bin kein Comicleser, ich habe da wirklich gar keinen Bezug zu. Mein Wissen beschränkt sich auf die Kinofilme und auf die Serien, die ich gucke von Marvel. Und insofern habe ich da vielleicht ein bisschen eine andere Sicht drauf, auch als Comicleser eben. Marvel hat für mich begonnen im Grunde mit Thor, also mit dem Film Thor. Und ich gebe zu, das mag so ein bisschen mehr an Loki liegen, weil ich einfach die Figur sehr spannend fand und weil ich finde, dass Tom Hiddleston ihm sehr, sehr viel Leben eingehaucht hat und zum ersten Mal einen Bösewicht eigentlich erschaffen hat, mit dem man mitfühlt, also den man als wirklich als eigenständige Persönlichkeit wahrnimmt und der eben nicht nur in der Story ist, um böse zu sein. Das ist was, da habe ich letztens erst was drüber gelesen, dass das bei Marvel wohl gar nicht so häufig ist. Also ich weiß nicht, wie es in den Comics ist, aber in den Serien ist es halt leider so, dass die Bösewichte letztendlich dann doch bloß so quasi Plot-Elemente sind und keine eigene Persönlichkeit im Grunde haben und dass Loki mehr oder weniger die Ausnahme da war. Ja, also das ist so im Grunde mein Anfang, Thor, dann der erste Avengers-Film und dann hat es eigentlich im Grunde auch schon aufgehört. Also ich habe von Captain America den ersten Kinofilm gesehen, später dann im Fernsehen und fand ihn nicht besonders berauschend, also irgendwie war das nicht so mein Universum. Den zweiten Thor-Film fand ich eigentlich auch noch ganz gut. Den zweiten Avengers-Film, ja, ich weiß, das ist generell so im Fandom ein bisschen Streitthema. Das Problem ist, glaube ich, die Grundidee, die war sehr, sehr gut, aber es war halt letztendlich wieder so umgesetzt mit Großexplosionen und viel Tricks und viel zu viele Leute. Und die Grundidee ist da so ein bisschen untergegangen für mich. Und ja, und da ist so, das ist so mein Hintergrund. Diese Filme habe ich gesehen. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht gesehen von den Filmen. Doch die ganzen Iron Man Filme. Aber die fand ich bis auf den ersten alle ein bisschen schwach. Letztendlich bin ich mittlerweile sowieso der Meinung, dass die Marvel Serien die besseren Kinofilme sind. Weil ich glaube, das liegt aber auch an der zugrunde liegenden, also an der Quelle im Grunde. Die Comics sind ja auch lange Geschichten, die über viele, viele Hefte, Bücher, wie auch immer man es da nennt, laufen, also wirklich auch über viele Jahre, wo sich die Figuren entwickeln können und Beziehungen zueinander aufbauen. Und so ein Kinofilm hat halt wirklich im besten Falle 2 Stunden Zeit, um das alles irgendwie reinzupacken und dann auch noch Action zu bringen, weil der Zuschauer, der Kinozuschauer, der übliche, der braucht das halt, dass alle 10 Minuten irgendwas in die Luft fliegt, weil er sonst einschläft oder keine Ahnung was. Und das alles, das funktioniert für mich in Filmform irgendwie nicht. Marvel-Serien haben für mich dann wiederum begonnen mit Agents of S.H.I.E.L.D. Darauf möchte ich allerdings gar nicht zuerst eingehen. Das ist so ein bisschen auch so mein Sorgenkind im Augenblick, aber wie gesagt, darauf komme ich später. Der Grund, warum ich dieses Video eigentlich mache, ist Daredevil. Das ist eine Serie, die habe ich vor jetzt, wo ich diese Videofilme vor einer Woche entdeckt und bin jetzt bei Folge 8. Mitten in der ersten Staffel, also wirklich so an dem Punkt, wo es jetzt langsam richtig spannend wird. Also ich bin kein Binge-Watcher, überhaupt nicht. Also ich habe es wirklich sehr, sehr gerne, wenn ich mir Zeit lassen kann, wenn ich so wirklich eine Folge pro Woche gucke und dann mich drauf freuen kann auf die nächste Woche. Aber das war jetzt so die erste Serie, wo ich wirklich so neugierig war und wirklich so süchtig danach bin jetzt auch, dass ich mindestens eine Folge pro Tag gucke. Und am Wochenende muss ich zugeben, also ganz am Anfang, die ersten 3 Folgen habe ich wirklich innerhalb eines Tages geschaut, weil ich so begeistert war.
Und ich kann euch jetzt aber auch gar nicht sagen, wie ich drauf gekommen bin, weil die Serie gibt es ja jetzt auch schon seit 2 Jahren. Also die zweite Staffel ist jetzt schon gelaufen. Ich habe wahrscheinlich irgendwo was drüber gelesen und dann dachte ich, oh Moment, die hast du irgendwie gar nicht mitbekommen, die Serie. Und ja, wie gesagt, also es war für mich wirklich Liebe auf den ersten Blick und das habe ich nicht mehr sehr oft bei Serien, muss ich wirklich sagen. Um es kurz zu umreißen, wer die Geschichte nicht kennt, Daredevil. Das ist im Grunde ein Anwalt namens Matt Murdock und dieser Mann, der ist mit 9 Jahren erblindet und hat aber im Zuge dessen, also im Zuge dessen haben sich so seine anderen Sinne sehr, sehr stark entwickelt. Ich glaube auch stärker, als das üblicherweise der Fall ist. Das ist so im Grunde seine Superkraft, dass er super Gehör hat und ja, alles irgendwie so durch Vibrationen und irgendwie so durch Luftveränderungen alles so spüren kann. Also er sieht im Grunde schon auf eine andere Weise eben. Und ja, im wahren Leben, also im täglichen Leben, ist er ein Anwalt und nachts wird er dann zu einem Rächer oder zu einem, ja, zu einem Kämpfer für das Gute. Ich weiß gar nicht, wann genau die Serie innerhalb der Entwicklung ansetzt. Ich glaube, er ist in dem Moment gerade, also er hat gerade erst angefangen, diesen quasi Nebenjob auszuüben. Er ist noch nicht so richtig in diese Rolle drin. Er hat auch noch kein richtiges Kostüm zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo ich bin. Also dieses übliche Kostüm, was man halt so kennt, dieses rote. Er trägt jetzt einfach nur schwarz und auch eine schwarze Augenbinde und alles. Ich muss sagen, was mich halt so, glaube ich, auch daran fasziniert, ist so, dass dieses Übernatürliche fehlt. Was mich so generell so ein bisschen stört an diesem ganzen Marvel-Universum, glaube ich, ist so dieses, ja, mit Aliens, ja, ist schwer zu sagen. Also Aliens ist ja im Grunde noch okay, weil ich bin ja eh so ein Science-Fiction-Fan, aber so dieses ganze Übernatürliche irgendwie, das ist so, manchmal funktioniert das nur so als Plot-Element für mich. Und das Schöne an Daredevil ist, dass da eben das bisher nicht so ist. Es ist wirklich so in unserer realen Welt angesiedelt im Grunde. Daredevil auch, der hat ja keine Superkräfte in dem Sinne. Er wird auch wirklich mehrmals jetzt völlig zusammengeschlagen und muss immer wieder zusammengeflickt werden und also dem macht es wirklich, also dem macht es auch körperlich wirklich fertig zu kämpfen und das wird auch gezeigt in der Serie, das finde ich halt besonders gut. Man sieht wirklich, wie er leidet und wie er dann halt trotzdem weiterkämpft, weil ihm die Sache wichtig ist. Was für mich funktioniert ist, dass es eher so Film-Noir ist, also es ist keine, ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Comic-Serie ist. So kommt das wirklich nicht rüber. Das ist mehr so ein Krimi und wirklich in der Tradition von Film Noir alles sehr dunkel und auch durchaus ernsthaft. Vor allem ist es unglaublich gut gefilmt. Also ich kenne mich mit Kameraleuten nicht aus, aber da sind wirklich ein paar Leute dahinter anscheinend, die es richtig drauf haben. Das sind teilweise so schöne Einstellungen und es gibt in Folge 2 einen Kampf innerhalb eines Flurs, der eine Hommage an irgendeinen Film ist, den ich leider nicht kenne. Aber im Grunde haben sie die komplette Kampfsequenz innerhalb eines Takes gefilmt. Das heißt, ohne Schnitte. Und das musste alles vorher natürlich geprobt werden, wann, wer, wo zu sein hat. Und in dem Fall war es auch noch so, dass der Hauptdarsteller immer wieder mit seinem Stunt-Double auch auswechseln musste, ohne eben schneiden zu können. Das ist so unglaublich. Ich habe gehört, die haben irgendwie, glaube ich, 12 Mal haben sie es gefilmt. Also 12 Mal haben sie es gemacht und davon waren 3 Takes, glaube ich, okay. Und einer war halt richtig gut. Und daran sieht man einfach schon, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Aber man sieht das in dieser Szene. Die hat so dadurch so eine Wahnsinnsstärke, aber auch irgendwie so eine gewisse simple Art. Und das finde ich einfach unglaublich gut. Was mich natürlich auch begeistert, ist der Hauptdarsteller. Da haben sie sehr viel Glück gehabt. Charlie Cox kannte ich vorher überhaupt nicht. Der hat, glaube ich, auch bisher nur so kleine Rollen gespielt. Also ich habe mir die Filmografie mal angeguckt, aber irgendwie kam mir davon nicht so richtig bekannt vor. Und das ist wohl seine erste große Hauptrolle. Und das funktioniert insofern erstes Mal gut, dass man ihn nicht mit irgendwas anderem in Verbindung bringt. Und zweitens ist er aber auch unglaublich gut. Also ich habe wirklich in den ersten Folgen so gedacht, also sagen wir es mal so, es war, intellektuell war mir klar, dass es nicht so sein kann. Aber wenn man es sieht, denkt man halt wirklich, er wäre blind. Weil er das wirklich so, so unglaublich gut rüberbringt. Da hat er viel Arbeit reingesteckt, das denke ich schon. Und deswegen funktioniert das einfach auch, weil du wirklich so diese 2 Figuren hast. Wirklich diesen Anwalt, der zwar nicht auf Hilfe angewiesen ist, aber wirklich so auch mit seiner Sonnenbrille sozusagen immer und mit seinem Stock und dann auf der anderen Seite diese Figur, die er wird nachts. Das ist sehr, sehr spannend gemacht, so diese 2 Seiten zu sehen, die sich dann, glaube ich, innerhalb der Serie immer mehr annähern werden. Aber da greife ich voraus. Wie gesagt, ich weiß darüber noch gar nichts und ich will auch nicht gespoilert werden und freue mich jetzt wirklich drauf, wie es weitergeht. Was halt auch gut funktioniert,
um jetzt auf Loki quasi zurückzukommen, ist der Bösewicht, Kingpin. Das ist auch, also ich kenne Vincent D'Onofrio nicht wirklich. Ich weiß, ich habe von anderen gehört, dass er einer von den ganz Großen ist, dass viele ihn auch sehr, sehr gerne sehen. Ich erinnere mich nur, dass er damals in Man in Black im ersten Film das Alien im Edgar-Kostüm gespielt hat. Und das war irgendwie so die Figur, die ich mit ihm immer verbunden habe. Daredevil hat es für mich irgendwie so diesen Bann gebrochen, weil er wirklich diese Figur sowas von verkörpert. Und er ist halt wirklich auch ein Bösewicht, den man als Menschen wahrnimmt. Als Menschen auch, der verletzlich teilweise auch wirklich rüberkommt und den man nicht als puren Bösewicht sieht. Der von dem, was er macht, überzeugt ist und vor allen Dingen auch denkt, er ist der Held seiner Geschichte. Also er sagt ja nicht, ich bin jetzt hier der Bösewicht und ich strebe dies und jenes an. Er hat ja eigentlich gute Absichten, aber er schreckt halt nicht vor wirklich furchtbaren Maßnahmen zurück. Und das macht ihn sehr, sehr spannend. Also ich bin sehr, sehr neugierig auch, wie das eben enden wird, weil Daredevil ist ja momentan noch so auf dem Trip, er bringt niemanden um. Also er verletzt die Leute halt bloß, aber er tötet niemanden. Und die Frage ist halt, ob er Kingpin besiegen kann, indem er ihn einfach, ja, vor Gericht stellt, was ich für sehr, sehr naiv halte, wenn er das denkt. Und am Ende muss er vielleicht wirklich diese eine Grenze noch überschreiten und dann doch jemanden töten. Und das ist einfach sehr, sehr spannend erzählt. Also Daredevil ist momentan wirklich so die Spitze an der Serienlandschaft bei mir. Das hat für mich, womit ich jetzt im Grunde auf die zweite Serie komme, Jessica Jones nicht geschafft. Die habe ich ein bisschen früher angefangen, jetzt vor, ich weiß es nicht, 3-4 Monaten, glaube ich, habe ich die entdeckt. Bin aber momentan, glaube ich, nicht weitergekommen als Folge 5 oder 6 oder sowas. Weil das große Problem ist, also die Grundprämisse ist fast ähnlich. Also es ist auch eher so ein bisschen Film-Noir inspiriert, also auch eher so düster und realistisch teilweise auch. Aber zwei Dinge, die mich stören. Erstens, Jessica Jones ist eine interessante Figur, aber ich werde mit ihr nicht warm. Also ich kann mich mit ihr nicht identifizieren, weil sie einfach so diese... Sie hat auch so diese abwehrende Haltung. Und das ist ja, das gehört zur Figur dazu, aber für mich fällt es, also mir fällt es dann schwer, irgendwie einen Zugang zu ihr zu finden und auf ihrer Seite zu stehen, auch wenn sie fürs Gute kämpft. Das ist dann halt auch so eine Blockade für mich, wo ich dann nicht unbedingt, ja, so durch eine Serie durchsuchte, sondern halt wirklich auch mir dann Zeit lasse. Letztendlich, jetzt gucke ich sowieso nicht weiter, weil mich jetzt Daredevil viel mehr interessiert, aber also das war so diese große Schwierigkeit für mich irgendwie. Und das Zweite ist, dass die Figur auch eben übernatürliche Kräfte hat. Und das ist für mich dann so ein bisschen wieder immer wie Schummeln. Letztendlich, egal in welche Situation sie kommt, sie kann sich immer rauskämpfen. Und das weiß ich. Das ist irgendwie so ein bisschen das, wo ich dann denke, okay, wo soll dann die Story hin? Weil da ist ja keine Spannung da. Und das ist halt, das ist eben der große Kontrast zu Daredevil. Weil da ist das Leben von ihm immer in Gefahr. Klar weiß ich irgendwie, weil er ist ja der Held der Geschichte, der kann nicht sterben. Aber er wird halt immer wieder schwer verletzt. Und das passiert Jessica Jones nicht. Okay, wenn ich noch einen dritten Punkt vielleicht anführen würde, ist der dritte Punkt David Tennant. Er hat es bei mir verschissen durch Doctor Who, weil er die Figur irgendwie für mich zeitweise sehr, sehr kaputt gemacht hat. Und seither kann ich den Schauspieler irgendwie überhaupt nicht mehr ab, obwohl er hier wirklich komplett andere Figur spielt. Also wo ich ihn jetzt das erste Mal wirklich dann auch, er ist in irgendeiner Folge dann zum ersten Mal wirklich leibhaftig aufgetreten und da war, habe ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Kulturschock erlitten, weil er halt so komplett anders war als damals in Doctor Who, aber irgendwie, ich kann diese Idee von ihm als Doctor Who nicht loswerden und ja, ist schwierig irgendwie. Also ich finde die Serie nach wie vor gut und ich werde sie auf jeden Fall auch weiterschauen, aber ich bin da jetzt nicht so der große Fan von. Zum Schluss, die ganz große Serie für mich, was lange Zeit so für mich das Nonplusultra war, ist eben Agents of S.H.I.E.L.D. Da muss ich halt einschränkend sagen, dass die aktuelle dritte Staffel für mich so ein bisschen nachgelassen hat. Ich kann nicht genau den Finger drauf legen, woran es liegt. Irgendwie zerfasert das alles so in so viele Geschichten. Wenn man sich die erste Staffel und teilweise auch noch die zweite Staffel anguckt, war das alles sehr, sehr stringent erzählt. Im Grunde war es so diese Origin-Story von Sky, beziehungsweise jetzt ja Daisy, wie sie eben von der normalen Hackerin zur Superheldin wird. Und das war so, so schön erzählt und auch vor allen Dingen die Beziehung zwischen ihr und Coulson als quasi Vaterersatz war einfach unheimlich schön erzählt. Aber jetzt ist sie so ein bisschen da rausgewachsen und ich habe das Gefühl, sie hat sich auch stark verändert jetzt. Für mich ist sie nicht mehr wirklich sympathisch. Vor allen Dingen kann ich auch ihren, weiß ich nicht, ihren Kriegszug irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Von wegen, die Inhumans, wir sind ja so viel besser und ich weiß auch nicht.
funktioniert für mich alles einfach irgendwie nicht. Wenn man so ein bisschen den also wenn man es jetzt gerade mit Jessica Jones und Daredevil vergleicht, ist Agents of S.H.I.E.L.D. vielleicht noch am ehesten mit den Kinofilmen vergleichbar, weil es halt wirklich so dieses ein bisschen größerer, epischerer Rahmen auch ist und innerhalb des Universums doch sehr stark auch auf die Kinofilme eingeht. Was ein bisschen ein Problem für mich auch teilweise war, weil ich halt die Kinofilme nicht sofort gesehen habe, sondern halt versetzt, wenn sie dann hier in Deutschland teilweise auch erst im Fernsehen liefen oder beziehungsweise als Blu-ray raus waren, während ich die Serien ja wirklich mit der US-Ausstrahlung verfolge. Ja, das ist halt alles so ein bisschen mehr so auch mehr comichaft, finde ich. Also es hat nicht so diesen realistischen Anstrich, den man eben bei den anderen Serien hat. Was halt auch auffällt, ist, dass es lange Staffeln sind, was glaube ich für Marvel doch eher ungewöhnlich ist. Also ich meine, dass Jessica Jones auch eine kurze Staffel ist. Bei Daredevil weiß ich es. Das sind nur 13 Folgen pro Staffel. Und das ist mittlerweile so, glaube ich, auch wirklich so wie soll man sagen, also die beste Variante. 13 Folgen sind eine sehr, sehr gute Menge, um ein relativ komplexes Universum zu entwerfen und trotzdem nicht langweilig zu werden. Und Agents of S.H.I.E.L.D. hat aber noch so diese ursprüngliche Staffellänge von, ich glaube, 20, 21 Folgen oder sowas. Das große Problem dabei ist halt, dass dann doch viel Füllepisoden auch sind, die man auch wirklich spürt, wo man merkt, okay, da kommt die Story nicht voran, das ist bloß dazu da, um diese 21 Folgen vollzukriegen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch Möglichkeiten für Experimente, eben auch wirklich mal eine Folge nur auf eine Figur zuzuschneiden. Es gab, glaube ich, es war in der zweiten Staffel, gab es eine Folge über Agent May, die unheimlich gut war, die sich wirklich komplett nur auf sie fokussiert hat und wie sie so wurde, wie sie ist. Und solche Folgen kann man natürlich in einer 13-Folgen-Staffel nicht unterbringen. Also insofern hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber grundsätzlich bin ich mittlerweile so wirklich ein Fan von diesen kurzen Staffeln. Und das ist halt bei Agents of S.H.I.E.L.D. so manchmal das Problem, dass man irgendwie das Gefühl hat, die kommen irgendwie nicht voran mit ihrer eigentlichen Handlung. Und halt, es kommt auch dazu, dadurch haben sie in einer Staffel meistens so zwei große Stories, die dann auch wirklich mit dem Mid-Season-Finale ist das erste abgeschlossen, dann kommt das zweite. Und das ist halt so ein bisschen für mich, lassen wir es mal altmodisch sagen. Ja, es ist altmodisch. Und ja, wie gesagt, Staffel 3 lässt mich so ein bisschen kalt, weil ich Daisy nicht mehr mag. Während Sky eben wirklich meine Lieblingsfigur war, aber seit sie sich auch Daisy nennt und ihr Inhuman-Leben führt, finde ich sie unheimlich unsympathisch. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Vor allen Dingen, weil auch die Beziehung zu Coulson dadurch leidet. Ich hoffe einfach, die besinnen sich wieder auf ihre alten Stärken und kommen dann hoffentlich wieder auf ihren alten Pfad zurück. Ich meine, es wäre schon eine Viertelstaffel bewilligt, bin mir jetzt aber nicht sicher. Letztendlich aber, das ist Nörgeln auf hohem Niveau, gebe ich zu. Weil es ist nach wie vor eine der besten Serien, die gerade laufen. Ja, das ist so mein Marvel-Universum. Ich habe wirklich nicht viel Ahnung, wie ihr seht, aber ich liebe dieses Universum und ich will unbedingt mal einen Comic lesen und insofern, also wer sich da ein bisschen auskennt, kann mir sehr, sehr gerne Tipps geben. Schreibt mir einfach einen Kommentar hierzu. Letztendlich wisst ihr ja jetzt so, wo meine Interessen liegen. Also Daredevil wäre, glaube ich, wirklich was ich sogar lesen würde. Jessica Jones nicht unbedingt so, weil, wie gesagt, die Figur ist nicht so meins. Agents of S.H.I.E.L.D. weiß ich nicht, wie viel das mit der Serie tatsächlich zu tun hat, die Comicreihe. Ja, also ich glaube, mehr so diese dunklen, brutalen Sachen würden mir, glaube ich, mehr liegen als so ein bisschen dieses zu comichafte. Ja, gebt mir da Tipps und gerne auch noch Serientipps, aber ich glaube, das sind jetzt momentan alle Serien, die laufen. Es sind ein paar, glaube ich, in der Mache und da soll es wohl auch eine Serie geben, die dann irgendwie so verschiedene Figuren dann auch zusammenbringt aus den Serien und so als großes Finale fungiert. Aber ich weiß nicht, das ist alles, glaube ich, ein bisschen größer angelegt auf die nächsten Jahre. Ja, wie gesagt, die Kinofilme sind nicht so meins, gebe ich ehrlich zu. Ja, das dazu. Ich weiß nicht, ob ich nochmal in Fortsetzung folge zu den ganzen Serien mache, die jetzt ihr Finale hatten. Sleepy Hollow, iZombie, könnte ich letztendlich drüber reden, aber werden wir sehen. Also ich schreibe halt dazu als Reviews im Grunde. Habt ihr das alles schon wahrscheinlich gelesen? Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vermutlich wird es ein Bücherstapel. Werde ich mal sehen, ob ich bis dahin durchkomme mit Fillory. Und gebt dem hier einen Thumbs up, bitteschön. Und abonniert mich und lest meinen Blog. Und schaut Marvel-Serien. Bis dann!